Der als rätselhafte Findling bekannte Kaspar Hauser wurde im Jahr 1812 geboren und verstarb im Jahr 1833 in Ansbach. Die Bronzeplastik wurde vom katalanischen Künstler Jaume Plensa gestaltet und wurde anlässlich des 1000-jährigen Jubiläums des Erzbistums Bamberg im Jahr 2007 aufgestellt. Die Skulptur zeigt eine menschliche Gestalt, die einen Kugel-Ahorn umfasst. Die Platzierung des Werkes wurde mit Bedacht zwischen dem ehemaligen Wohn- und Sterbehaus Kaspar Hausers und der ehemaligen markgräflichen Hofkanzlei, in der er als Amtsschreiber tätig war, gewählt und aufgestellt. Die Figur, die auf dem Boden sitzt und Kaspar Hauser darstellen soll, ist mit Worten überzogen und hat somit einen Bezug zum menschlichen Körper. Der Wunsch des Künstlers war es, eine Arbeit in Gedenken für Hauser zu schaffen.